Herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Long Dark. Juhu. Wir sind wieder da und Bob ist auch noch nicht weggelaufen. Und ja, ich würde sagen, es ist jetzt schon ein paar Tage wieder her, dass ich das gespielt habe. Aber ich würde einfach mal sagen, ich habe jetzt mal die Nacht abgewartet noch. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach raus. Ich wollte ja noch zu diesem... Ah nee, ich war schon auf diesem einen Masten da oben. Oh, ja, bestes Wetter, ne? Man hier nicht hochgehen kann. Ne? So, okay. Das ist jetzt für uns ein bisschen ärgerlich, das Wetter. Dann schauen wir mal, haben wir irgendwas, was wir... Ja, das können wir noch reparieren. Dafür brauchen wir, glaube ich, Leder. Hier haben wir noch was zu reparieren. Dann machen wir das jetzt erstmal. Ja, wo sind wir jetzt? 98%, das sollte reichen. Aber wir haben keinen Stoff mehr, ne? Warte mal, dann holen wir mal kurz welchen. Hier oben flog ja noch was rum. Da. Jo, mach mal. Oh, Alter. Es ist viel zu heiß. Was haben wir hier? Warum leckt das so? Ach, das sind die Feuersachen, okay. Und hier? Benzin. Okay, das ist schon mal gut. Hatten wir nicht noch Stoff hier? Ne, das ist leer. Na gut, dann machen wir mal weiter hier. Moment, Moment, da muss ich hin. So, 78, 97, die Schuhe, 77, da, 77. Dann hoffe ich nämlich, dass... Oh, gescheitert. Dann hoffe ich nämlich, dass... Hä? Oh. Dass das Wetter sich gebessert hat. Und warte mal, da noch. Aktion, Rep. Ah, wir haben nichts mehr. Ah, du hast Hunger, ne? Warte mal. Mampf. Na komm hier. Komm, lecker. Njam, 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 njam. So. Oh, komm, denn. Ach nee, das ist ja noch neu. Was haben wir hier? Erdnussbutter. Das ist gut. Das behalten wir noch. Na komm. Das gönnen wir uns noch. 1 Liter. Okay. Gut, was ist das? Ah, okay, abgenutzter Pulli. Den könnten wir auch zerpflücken, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust dazu. Ich hoffe, das hat jetzt... Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte, Mensch. In der Jägerhütte war ich schon, ne? Waren wir denn schon bei dem anderen Ding? Mann. Ich glaube, ich muss hier nochmal eine Stunde hinlegen. Also das ist ja vollkommen nervig hier, weil so im Wetter brauchen wir ja gar nicht losgehen. Naja, was soll's. Ja, eine Stunde sollte reichen. Na? So. So, ich hoffe, das Wetter ist jetzt okay. Also zumindest, dass man hier was sieht. So. Oh, na klar. Natürlich nicht. Na gut, dann gehen wir halt so los. Ich wollte ursprünglich ja zu dem Berg, ne? Aber ich meine, ich wollte ja eigentlich ein Gewehr haben. Die Sache ist aber die, irgendwie gibt es den hier nicht, gibt es das hier nicht. Also würde ich sagen, wir haben, ja, so ein bisschen Ausrüstung haben wir ja. Das hätte ich noch auffüllen können, aber sonst haben wir ja eigentlich alles mit. Gewehrpatronen 10 Stück. Ich würde es einfach sagen, wir gehen jetzt noch in den Staudamm. Und ja, wenn da nichts ist, gehen wir einfach weiter. Oder waren wir schon im Staudamm? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte mir den letzten. Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Auch hier oben war ja noch so ein kleiner Aussichtspunkt, da wollte ich auch nochmal hin. Aber nein, wo war ich das schon? Ach Mensch, das ist halt das Doofe, wenn man das halt nebenbei noch gespielt hat. Vergisst man immer so viel, ne? Hat man das jetzt schon? Hat man das nicht? Also da war ich definitiv drin. Boah, was würde ich dafür geben, dass man, wenn man die Ausdauer erhöhen könnte? Mann. So, also... Es ist einfach viel zu warm, ne? Ich meine, das ist... ich sitze hier, ne? Es ist,
Ich bin ja, habe ja das große Glück gehabt, in Wolfsburg zu wohnen. Und da war ja, war ja eine Zeit lang irgendwie Niedersachsens heißeste Stadt oder so. Und das ist jetzt, ich habe jetzt mal geguckt, das ist schon wieder 28 Grad, ne? Und es ist nicht mehr 11 Uhr. Das ist, boah, ey. Das ist echt, macht keinen Spaß mehr. Macht echt keinen Spaß. Das haben wir auch schon alles eingesammelt hier, ne? Ja, aber war hier nicht noch ein Kadaver? Nee. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir gehen zum Staudamm, gucken da nach dem Gewehrchen, wenn da keiner ist, und gehen wir weiter. So, ich hoffe, ich bin da jetzt entkommen. Sorry, musste gerade mal, ne? Ihr wisst schon, abhauen. Hier, mit dem Gewehr wäre es nicht passiert. Hätten wir ihn einfach abgeknallt und gut wäre gewesen. So, aber ich glaube, wir sind entkommen. Hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Hier waren wir schon, ne? Also... Ich weiß es, wie gesagt, jetzt nicht mehr auf dem Kopf, ob wir da hinten schon waren, aber ich werde da jetzt einfach mal hinstratzeln. Dann sehen wir es ja. Wenn die Tür offen sind, dann waren wir schon da. Wenn sie zu sind, waren wir nicht da. Wir müssen eh dahin zum Weitergehen. Aber der Wolf scheint weg zu sein. Hm. Nochmal einen kleinen Schluck Kaffee. Das ist wirklich sehr langwierig mit dem Gelaufe hier, ey. Also da hätten sie, glaube ich, die Möglichkeit geben sollen, dass man da noch irgendwie auf Ausdauer skillen kann. Naja, der Junge muss eine Bombenausdauer haben, wenn man es mal so betrachtet, ne? Der läuft den ganzen Tag. Also, er schleppt immer 20, 30 Kilo mit sich rum, also. Der macht jedem Soldaten Ehre, sag ich mal so. Ja. Aber ich sag mal so, also wenn das jetzt die nächsten Jahre auch so bleibt mit dem Wetter, dann kann keiner mehr an der globalen Erwärmung zweifeln. Hast du schon wieder Hunger? Oh ja, geht noch. Ja, wobei ich mich da auch mal was frage, ne? Also wenn man es mal so betrachtet, sagen die ja alle, das ist CO2, dass man in die Atmosphäre pustet und so, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, also ich hatte mal gelesen gehabt, der Mensch produziert 1% von dem CO2-Gasen. 1%, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Klima so labil ist, dass dieses 1% wirklich diesen Ausschlag macht, also weiß ich nicht. Ja, ich meine, da ist ja jeder Vulkanausbruch, sage ich mal so, teilweise, wenn es ein größerer ist, produziert er, denke ich mal, mehr. Also, das ist, weiß ich halt nicht. Ich denke mal, das ist so... Could end up being useful. Könnte sein, ja. Mal gucken. Ich denke mal, das ist dann so alles in allem, der ganze Kram drumherum, ne? Also, ja, Metallschrott brauchen wir nicht, da ist nichts drin. Was ist das? Dose Kaffee. Ja, nimm mal mit. Was bist du? Pfirsiche. Haben sie hier wohl gerne gegessen. Stoff nehmen wir auch mit. Moment. Das? Achso. Ja, ich weiß nicht. Ich vermute mal, dass es die gesamte. Der Zusammenschluss, also die Abholzung der Regenwälder im Zusammenhang halt mit dem CO2-Gas und halt es gibt ja noch diese anderen. Hier FCKW und so ein Blödsinn. Es gibt ja noch ein paar andere Gase. Und dann denke ich mal auch nicht, dass. Also ich hatte jetzt das. Hier gehört gehabt, dass einer von diesen Luxuslinern halt so viel. Abgase produziert, weil die halt irgendwie mit Schweröl oder irgendwie sowas fahren. Als irgendwie, weiß ja gar nicht, was irgendwie 3 Uhr steht oder. Also die verbrauchen wohl, also die produzieren wohl extrem viel von diesen Abgasen. Und dann ist ja irgendwie so die Frage, weißt du, die sagen alle, ja, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, aber statt mal zu sagen, naja gut, wenn die so viel verbrauchen, warum werden die dann nicht einfach beschränkt, ne? So, warte mal. 1304. 30%.
Oh, 1-0, warte mal, 0-4, 0-5. Winddichte, ja, nee, der ist besser. Ablegen. Haben wir hier was gefunden? Nein, aber Handschuhe hatten wir noch, ne? Ja, gut. Okay. Gut, dann sind wir wieder ein bisschen... Oh, habe ich den schon? Nein. Dann sind wir schon wieder ein bisschen besser unterwegs. Das war auch schon leer. Was haben wir hier noch? Wasserflaschen nehmen wir gerne mit. Was summt denn hier so? Da draußen randalieren sie gerade, du. So, dann schauen wir mal einen Töfter hier. Was das mit dem Autoradio jetzt auf sich hat, würde mich mal interessieren. Moment mal. Ach, ich glaube, mein Lüfter hat sich ein bisschen zugesetzt. Deswegen summt das so komisch. Ah. So, und das hier ist ein sehr sicherer Staudamm. Ja, man sieht, die Tür kriegt man auf jeden Fall sehr schwer auf. So, ich glaube, hier war nur Müll, ne? Boah, sieht so aus. Oh, 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 oh. Hier gibt's lecker Mampf. Was bist du? Krähenfeder, nehmen wir mal mit. Da kann man sicherlich für Pfeile oder so schützen. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Ach, warte mal. Das kann ich auch drin machen. So. Also warte mal, erstmal essen wir eine Kleinigkeit. Den hier vielleicht. Und dann muss ich, glaube ich, auch noch mal, genau, 0,2, ja. So, den nehmen wir nämlich, weil die brennen wir aus. Hier sind noch mehr. Ja. Das Bargeld, Papier, ja gut, schön. So, ja, den wollen wir hier mal ein bisschen erkunden, wa? Ja. Also ich muss ja sagen, das Spiel ist echt stimmig, ne? Also die Musik jetzt, dieses leicht Bedrückende so im Hintergrund, das ist echt, hat was, ja? So. Kaputte Metalltür. Hier ist nichts. Ja, hier geht's runter zu den Generatorhäuschen. Das sah früher alles ein bisschen anders aus. Das haben sie hier echt geändert. Früher lief hier auch noch so ein Wolf rum. Der ist, glaube ich, jetzt auch weg. Also ich habe bis jetzt noch keinen getroffen. Aber naja. So, das ist das Generatorhäuschen. Ja. Ich weiß nicht, ob man hier in irgendeiner Form Waffen finden kann. Wir gehen da mal hoch. So. Ob das so gewollt ist? Oh, kann man das... Das wusste ich noch gar nicht, dass hier ein Ausgang ist. Oh, cool. Oh, hier müssen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer umsehen. Komme ich denn hier hin, wenn ich hier rausgehe? Es geht ja noch weiter runter. Tja. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Ah, unteres Turbinenhäuschen. Kiste, ne, die brauchen wir nicht. Das ist ja krass. Das ist ja echt riesig geworden. Wow. Na, wobei, Werkbank brauchen wir nicht durchsuchen. Denn Werkzeuge haben wir alles. Na, da gehe ich jetzt mal nicht weiter, denn ich will
noch mal verlassen gehen. Ich will mal gucken, wo wir da hinkommen. Das, warte mal, hier unten müsste ja denn das Wasser drin sein, oder? Das ist jetzt die Turbine, die angetrieben wird. Dann müsste doch da unten eigentlich das Wasser gegenlaufen. Aber wenn das gefroren ist, wie haben die das denn früher zum Laufen bekommen? Interessant, so gucken wir mal raus. Ich bin mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Aha. Krass, ja. Bin ich denn hier? Also wie gesagt, hier war ich echt noch nie. Mal gucken, dass wir hier. Wo sind denn die Vögel da hinten? Das war hier nicht irgendwie jetzt drauf gehen. Mal so ein bisschen Ausschau halten nach Wölfen. Ist hier eine Höhle? Oh, okay. Suppe. Aha. Kanickel. Oh krass, das sieht ja auch geil aus, oder? Das ist ja schon... hat was. Das ist, ja. Kann ich nicht fangen? Nee, ne? Sehr pornös, muss ich sagen. Mal gucken, ob da vorne was liegt. Wenn nicht, gehen wir einfach wieder nach oben und dann holen wir einfach... da gleich wieder ab, aber Wölfe sind hier nicht richtig fangen. Nee. Nö, hier scheint auch jetzt irgendwie nichts großartig zu sein. Na schade. Geil wäre, wenn hier noch irgendwie Wasser rauslaufen würde aus den Dingern da oben. Na gut, dann gehen wir wieder hoch. Steine, die Bräune. Was sagt dein Hammer? Hunger? Hammer, Blödsinn, Hunger. Ja, 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 du kannst gleich eine Runde pennen. So, gehen wir mal hoch hier wieder. Dass man diese mit diesen Büschen da nichts machen kann, interessiert mich so ein bisschen. Die sehen irgendwie aus, als ja, als könnte man damit irgendwas tun. So, warte mal, was essen wir? Komm her. Hau jemand das rein. Nachher gibt's was Warmes. Da wird ja irgendwo eine Kochstelle sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Wir werden ja irgendwo eine Küche haben. Hm, na? So, machen wir wieder zurück. Ach, und jetzt gehen wir quasi nach da oben, oder was? Das ist natürlich auch geil. Puh, ja, wie gesagt, das hier kenne ich halt noch gar nicht. Das ist halt schon ganz geil. Was haben wir hier? Der will kommen, Handy. Das ist nicht verkehrt, ja. Ist hier noch was? Holz? Freue nicht? Nicht. Das Holz nehme ich halt absichtlich nicht mit, weil wir haben hier so viele Kisten und so, da werden wir schon irgendwo was finden. Oh, das ist Leder, oder? Ja. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein, oder was? Was ist das denn für ein Scheiße? Oder bin ich aus einer Tür rausgekommen? Nee. Hä? Das ist ja kacke. Wieso komme ich denn hier nicht mehr rein? Verdammte Naht. Naja, gut. Hm. Ist schon etwas doof, ne?
Naja, gut, bin ich umsonst hochgelaufen. Ich dachte, ich komme hier wieder rein. Also wenn die ganze Zeit so neben so ein paar Krähen ist, ist das schon ein bisschen nervig. Aber gut, dann nutzen wir die Zeit und gehen mal wieder... Da, sagt ihr? Da? Ja, dann nutzen wir mal die Zeit und gehen wieder runter. Und da ist wirklich eine Leiche. Wie komme ich denn da rauf? Hier, das stimmt irgendwie, oder? Oder was muss ich hier lang? Was du denn? Komm, geh da hoch. Dann muss ich von da hoch. Okay, muss hier runter. Ja. Sieht gut aus. Und hier könnte es knapper werden. So. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir etwas brichst, ne? Was sagt die müde? Oh, wir müssen uns gleich schlafen legen. Ach komm, dann gehen wir jetzt erstmal. Ich muss ja mal gucken. Kommen wir da irgendwie hoch? Nee, ne? Hä? Wo komme ich denn hier weg? Ah, das. Ich bin auf der Rückseite des Staudamms. Sehe ich das richtig? Okay. Das wusste ich noch nicht. Das habe ich jetzt erst geschnallt, weil ich die Brücke gerade gesucht habe. So. Komme ich jetzt hier hoch oder ist das immer noch zu tief? Ja, notfalls pennen wir halt hier draußen. Das ist, geht schon. Oh. Ja, du hast doch eine Waffe für mich, oder? If I don't rest soon, I'm gonna faint. Na gut, wir gehen jetzt da rüber und gucken, ob wir da irgendwas finden. Wie lange hast du noch? Nicht mehr lange, ne? Warte mal, dann gehen wir lieber hier nochmal schlafen. Schlafsack, Schlafsack, Schlafsack. Wo ist der? War der hier? Warte mal. Ablegen. Wo ist der Schlafsack? Jetzt schauen wir hier aufheben. Jetzt schauen wir, ist das kühler geworden? Ja, na gut, warte mal, er braucht jetzt erstmal was zu mampfen. Hier, da gönn dir mal. Ich glaube, das reicht erstmal. Ist das immer noch überladen? Ah, okay. Trinkst halt noch. Machen wir jetzt so lange, bis du kein Übergewicht mehr hast. So, und jetzt noch was zu essen. Essen wird langsam schwierig, ne? Und trinken kriegt man auf jeden Fall, aber essen? Hm. Außerdem will ich gerne wieder in den Staudamm. Aber es ist halt krass, dass die halt hier so viel erneuert, also vergrößert haben. Hier ist nirgendwo was.
Okay, also so wie es aussieht, muss ich wirklich auf dem Wasser weiterlaufen. Mir fallen da Baum. Ah, das würde ich mir halt noch wünschen, dass vielleicht die Bäume so ein bisschen optisch schöner sind. Die sehen alle so grau, einfach so stumpfgrau aus irgendwie. So, da oben ist eine Schuhhoch. Komme ich hier vielleicht auch in die anderen Region oder wie? Du hast hier vielleicht irgendwie das Gewehr versteckt? Wie gesagt, dieses Ding hier kenne ich halt auch gar nicht. Wir folgen jetzt einfach den Hochspannungsmasten, die was immer machen. Denn Hochspannungsmasten führen einen in die Zivilisation. Also zumindest in Städte oder sowas. Nee, komme ich hier irgendwie rauf? Okay, aber hier komme ich lang, oder? Jo. Aber auch nicht sonderlich weit, oder? Ja doch, wie geht's weiter? Okay, hier hatten wir eine temporäre Schlafmöglichkeit. Okay, also das ist hier ein bisschen Jump'n'Run mäßig gebaut, ne? Mit diesen ganzen Dingern hier drüber, da muss man doch irgendwie. Also ne, ich dachte, da muss man jetzt irgendwie quer rüberkommen oder so, laufen. Ja, aber irgendwie bringt mich das hier jetzt auch nicht sonderlich weiter, ne? Hier werden auf jeden Fall keine Gebäude sein auf dem Wasser. Aber da ist eine Höhle. Die könnte mich durchaus weiterbringen. Außer da ist ein Bär drin. Dann habe ich viel verschissen. Feels like something is sapping my energy. Ja. So. Aber wisst ihr was? Ich sehe gerade, in die Höhle gehen wir in der nächsten Folge, nicht? Bis denn dann, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss!